Hallo Leute, hier bin ich und ich bin heute nach Bliska gefahren, aber dann nach doch noch abgebogen und nach Torga. Dachte mir, guck euch an, ich habe doch genug hier Sternbohrungen, beziehungsweise habe ich eine sehr, sehr, sehr schöne und ich habe das eben nass gemacht zusätzlich, auch wenn es da sowieso schon glänzende Stellen gibt, ja. Aber so sieht man das besser und ihr seht die zusätzlichen diese Rillen. Das ist eben dieses ja, da entsteht so ein Plasma, damit das jetzt nicht komplett verglast. Ich habe ja in einem Video oder zwei schon gezeigt, es gibt die Schmelzbohrtechnik. Da entsteht auch so eine Schicht. Alles, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, haben die Menschen entwickelt. Aber in den 70ern gab es erste Versuche, in den 90ern wurde was patentiert und immer noch wird das nicht flächendeckend irgendwie benutzt, um was abzubauen. Das ist mehr, da planen die paar Sachen und ich weiß jetzt gar nicht, wie oft das überhaupt benutzt wird. Aber wie ihr seht, haben wir die Sternbohrung hier. Und ich zeige euch gleich noch etwas zu Thema Volda. Ich habe mir heute ein Forum angeguckt. Und dort haben die nur eine einzige, muss man sich vorstellen. Die ganze. Da waren tausende eigentlich Wissenschaftler am Rätsel. Ja, insgesamt. Jahrelang. Und ja, es ist nicht viel dabei rausgekommen. Ich wollte euch nur zeigen. Hier seht ihr schon, wie das eigentlich funktioniert hat ungefähr. Moment mal, ich werde das Licht mal ändern. Es gibt ein paar Stellen, die sind dann komplett abgeflacht. Das geht eigentlich nur mit Hitze, aber nicht mit allzu großen. Sonst wäre das dann komplett ja, zu viel verglast und dann porös geworden. So, ich habe ja bewiesen, dass das ja schon da war, bevor man überhaupt Maschinen eingesetzt hat in Königshain. Tatsache. Und ja, ich kann jetzt nicht alles rausholen. Ich habe deshalb so viele Videos gemacht. Manche sind nicht spannend, aber genau dafür sind sie da, damit man nachprüfen kann, eventuell, ne, damit ich mir selber was nachblättern kann. Mein Kanal ist wegen diesem Ding hier eröffnet worden. Siebenfacher Heptagramm. Ey, da kommt eine Spinne hoch. Seht ihr das? Da ist die. Die sitzt hier. Guck mich an. Hallo Spinne. Ich dachte, du bist raus. Jetzt ist die ein bisschen sauer, weil ich habe ihr Netz kaputt gemacht. Hallo Spinne, jetzt bist du auf YouTube. Ich hab ja einige Videos dazu gemacht, in anderen Versionen praktisch auch offene Sternbohrungen habe ich gezeigt, auch 4 Meter lange, an unmöglichen Stellen. Viele sind ja Sternbohrungen, das zeige ich euch gleich, gar nicht in Steinbrüchen. Das ist ein Zufall eher, beziehungsweise wurde es dort abgebaut, weil vielleicht auch mit Absicht zerstört. Also die wollten mit Absicht natürlich Spuren beseitigen. Es sind halt solche Leute hier unterwegs. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt zu dem anderen Video. Jetzt habt ihr das gesehen ungefähr. Ihr seht, dass das Hightech ist, ja, das wir entwickelt haben in den letzten paar Jahrzehnten. Aber was hundertprozentig nachgewiesen ist, ich würde sogar weitergehen und sagen, das ist ein paar tausend Jahre alt. Aber es ist Minimum 130, 140 Jahre alt. Das ist natürlich das, was hundertprozentig nachgewiesen ist. Und selbst das wäre dann unmöglich, weil sowas hatten wir damals nicht mal in der Fantasie. Ja. Ist das nicht faszinierend? Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Für mich ist das eine Art, kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, der Teppich ist eigentlich hier, wenn ich am Fahrrad arbeite, aber es ist ein bisschen an Big Lebowski. Na gut, lassen wir das. Dieser Block hier, der ist ja nicht mal groß. Und ihr seht, das sind, ich habe es mal gewogen, ich glaube, das waren 19 Kilo oder auf jeden Fall über 17 Kilo. Da bin ich. Ich habe mehrere Videos gemacht, aber ich habe gar nicht mehr vor, manches reinzustellen. Auch die letzten Videos, keine Ahnung. Andererseits mache ich irgendwie, was ich will. Das ist auch irgendwie cool. Ihr seht, was hier los ist. Ab 4. Dezember geht's los. Kuckuckstein fliege ich nur grob drüber. Es ist anerkannt. Das ist aus Königshain nachgemessen. Es gibt ein paar Sachen, die sind wissenschaftlich untersucht worden, aber nur ganz wenige. Wisst ihr, was besonders ist? 4. Dezember geht's los. 7. Dezember ist mein Geburtstag und dann geht's. Wisst ihr,
7. Januar, es geht darum, dass hier in dieser Zeit diese Wesen sehr gerne hier auftauchen. Auf die wilde Jagd wird so beschrieben. Damit will ich ein bisschen Wissenschaft mit nicht mal Fantasie vermischen, sondern mit Realität, so die ein bisschen ja, paranormale Realität ja, existiert. Da will ich gar nicht drauf hängen bleiben. Ich war auch schon mal da, ich habe das gefilmt. Öfters ist nichts Besonderes, ist recht klein, dieser Stein. Den hat übrigens Anton von Schachmann hier gezeichnet. So verpacke ich hier drei Videos in einem und ist nicht so lang. Guckt euch das bitte an, 4.4.24. Hier, Fund bei Görlitz, was uns eine Sichelform über das Leben vor 3000 Jahren erzählt. Eigentlich 3.500 Jahre, könnte man sagen. Es gibt überall hier Spuren, diese Walanlage und das Ganze hier. Das ist nachgewiesen. Es geht wahrscheinlich weiter zurück, weil es gibt Funde hier, die sind 300.000 Jahre alt und sah alles irgendwie ähnlich aus, obwohl vieles ja verschwunden ist, natürlich aus dieser Zeit. Aber ihr seht, diese Sichelform wurde hier entdeckt und wir haben auch noch diese Himmelsscheibe. Da sind auch diese Monde. Wahrscheinlich hat das damit nichts zu tun, aber wenn man sich das hier weiter anguckt, ich gehe mal gleich, hier steht alles, ne? Da sind einige Funde hat man da gemacht, auch am Totenstein. Ich sag ja, das war eine Art Kultzentrum, dort waren die Sternbohrungen. Vor 300.000 Jahren wurden im heutigen Niedersachsen Jagdwaffen am Ufer eines Sees deponiert. Ne? Sie dienten der Jagd auf Elefanten und so, ja, überlegt euch mal. Und ja, Speere hatten sie und Sandale oder Schuhe. Und so weiter vor 300.000 Jahren. Da sieht ihr, wie alles anders war. Jetzt wollte ich nur noch das zeigen. Das wurde dort gefunden. Das ist ein ganz besonderer Stein. Den hat man aus 150 Kilometer wahrscheinlich hierhin transportiert. Und man hat Massenprodukte hergestellt, weil man hat hier Bronze gegossen. Man könnte hier alles Mögliche gießen, aber in der Bronzezeit kann es ja nichts anderes ge gegeben haben. Kann gut sein, dass das hier ganz normal wieder Leute waren, wie man sich das vorstellt, zu der Zeit so gelebt in Natur. Aber wir haben aus dieser Zeit schon ganz merkwürdige Verarbeitungsspuren. Und ich sage nur als Beispiel, wir haben heute noch Leute, die wie in der Steinzeit leben, Jäger und Sammler sind. Viele wissen nicht mal was von unserer Existenz. Und wir sind völlig anders drauf, eigentlich wie irgendwelche Außerirdische im Vergleich zu denen, wenn man da mit einem Hubschrauber landet und dann, ihr wisst, was ich meine. Das wurde auch am Totenstein gefunden. Wer weiß, was alles noch im Keller verschwunden ist, was nicht so reingepasst hat. Und natürlich Urnen, Keramikscherben, Pfeilspitzen. Was denkt ihr, was da los war? Was die noch nicht ganz geklärt haben, was natürlich mich weniger interessiert, aber ich erwähne es trotzdem, weil sie vermuten, entweder war das so eine Art Wehranlage dort oben oder ein Kultzentrum. Naja, man konnte auch alles verbinden, ne? Alles in einem verbinden praktisch, weil das lag ja auf der Hand, wenn man da in der Nähe gelebt hat. Ich habe ja gezeigt, wie viele Hohlwege da überall existieren und die sind nicht alle aus dem Mittelalter. Und alles sonst, diese ganzen Walburgen auch auf der Landeskrone, das ist auch alles aus dieser Zeit. Also war das hier flächendeckend in dieser Gegend. Und das ist keine Fantasie, ne? Aber dort gibt es die Sternbohrungen. Und dort gab es über 100 von diesen Granittürmen. Ihr müsst euch vorstellen, was das eigentlich bedeutet hat, dieser Berg dort. Und gut, ich glaube, das habe ich schon mal jetzt gezeigt, ne? Jetzt wisst ihr, um was es geht. Jetzt gehen wir gleich zu den Sternbohrungen. Verschwinde. Was ist hier los? Das ist ja ein Foto. Da seht ihr, das sind die identischen Heptagramme, siebenfache Sterne. Die haben nur einen einzigen. Den kenne ich hier. Der kommt aus der Nachbarschaft. Der war auch hier schon in Königshain. Der kommt aus Polen. In der Nähe von Opelberg wohnt er. Er ist Mineralsammler. Grüße den mal. Und ja, da hat das auch durch Zufall entdeckt. In Opeln als Uferschutz an so einem See. Das kommt aber aus Königshain. Das habe ich denen gesagt. Der war auch hier zweimal mindestens. Und das ist auch von ihm. Er hat ein paar, glaube ich, Videos auch dazu gemacht. Er hat auch rumgefragt, ne? Keine Antworten bekommen. Dann gibt es diese aus den USA und ein paar andere eben. Ich will jetzt nicht unbedingt alle zeigen hier. Es gibt einiges, was ich schon noch zeigen könnte. Dann noch die Sagen, die ganzen anderen Funde. Ich habe das alles im Kopf gespeichert, aber ich sage das nur ein bisschen zwischendurch, damit ihr seht,
Genau wie das Video von gestern, das war nicht so notwendig, aber trotzdem habe ich euch gezeigt, dass es sowas gibt, auch in der Umgebung. Auch irgendwelche Brunnenschächte, zum Beispiel auch irgendwelche Teufelsgestalten, genau wie diese Lichtgestalten. Und dann haben wir eben das, dieses Menschliche, das es dort gab eben. Und diese bearbeiteten Felsen, die geblieben sind, das ist auch ziemlich rätselhaft. Niemand kann das wirklich erklären. Lächerliche Behauptungen, da stand mal Jagdschloss. Genau, wo denn, wo sind Spuren? Und ich dachte, ne, ich dachte, ich bin rum, aber wenn ihr euch anguckt, was die offiziellen Behauptungen sind, einfach nur lächerlich. Und ja, gut, im Wald habe ich was zu Thema Religionen gesagt, aber habe ich dann weggeschnitten, weil ich will ja keinen beleidigen, aber das dient einfach nur als Seelengefängnis. Und jetzt sage ich einfach mal Tschüss.